Seid gegrüßt, Leute, und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal. Und heute geht es mal wieder um ein kleines Pack-Experiment. Wir haben wiederholbare SPCs und davon habe ich mal wieder ein paar gespammt. Viele vermuten, ja, 81 plus doppelte Upgrade, das kennt man ja. Aber nein, Freunde, ich habe mir mal den Spaß draus gemacht, einige von diesen gemischten Spielersets zu machen, die ihr jetzt schon hier im Hintergrund seht. Ganz einfach, ich denke, jeder von euch hat sie schon mal gesehen. Ein Bronze-Spieler-ZM, ein Silberspieler-ZM und ein Stürmer-Gold zum Beispiel. Und schon hat man die ganze Geschichte abgewickelt. Man kann daraus alles ziehen. Also irgendeinen random Spieler, häufig oder selten, ein Bronze, Silber oder Goldspieler, ganz egal. Für mich war es einfach mal, ja, wichtig in der Hinsicht, den ganzen Abfall wegzuwerden oder loszuwerden, um wahrscheinlich noch größeren Abfall zu ziehen. Aber das soll einfach mal, ja, so ein kleines Experiment sein. Außerdem haben wir natürlich die SPC gemacht, indem man das Gold Premium Goldspieler Pack gezogen hat oder bekommt. Ja moin, Versprecher sind am späten Abend auch schon wieder da. Wir gehen mal rüber, wie hieß denn die ganze Geschichte? Ihr seht es jetzt wahrscheinlich gleich, mittlerweile ist auch ein Alphonso Davies draußen. Ja, wenn ihr meine Meinung dazu hören wollt, sagt gerne Bescheid. Wenn nicht, dann ich. Ah ja, genau, diese neueste Future Star Challenge war natürlich das, wo man das Pack bekommt. Das öffnen wir als allererstes, bevor wir wirklich mit diesem kleinen, aber feinen Experiment starten. Premium Gold Spieler Pack, kann was Gutes dabei sein, muss nicht, ist es auch nicht, ist kein Walkout, vielleicht immer noch eine anständige Leinwand, es wird nicht mal das, und das fängt natürlich schon überragend an. Österreicher Gregor Ritsch, herzlich willkommen im Verein, vielleicht noch irgendwas dahinter, was aktuell vielleicht ein bisschen was wert ist, aber es sieht momentan nicht so aus. Das nehme ich natürlich mit und dann starten wir rein, Freunde. Spannende Musik geht an, gemischte Spielerset Nummer 1. Wir starten rein. Ich bin gespannt. Vielleicht sieht man da den einen oder anderen raus. Ich muss ehrlich sagen, mit viel Erwartung gehe ich hier jetzt mal nicht rein. Ja, moin. Zu Beginn wird es ein, ja, Bronze-Spieler. Sie sind geistig behindert. Und als hätte ich es vorher gesagt, 19 Packs sind noch übrig, aber ich habe gesagt, den Abfall loszuwerden, um wahrscheinlich noch größeren Abfall zu ziehen. So war es tatsächlich. Wir machen weiter, Freunde. Auch hier wird es kein Walkout. Es wird immerhin ein Goldspieler und das ist Grealish aus der zweiten englischen Liga. Ja, gutes englisches Talent gewesen, zumindest letztes Jahr in FIFA, wie es dieses Jahr ist, weiß ich, um ehrlich zu sein, gar nicht. 18 Packs verbleiben, wir machen direkt weiter. Wenn wir irgendwie sehen, dass es kein Walkout wird, ja, dann skippen wir die ganze Geschichte und schauen dann nach an, was es wird. Natürlich die Spannung, Gold, Bronze oder Silber ist weg, es wird der zweite Bronze-Spieler. Ja, moin, Freunde. Und ich weiß, ich werde es bereuen, diese SPCs gemacht zu haben, aber ich hatte einfach Bock drauf, hier irgendwas Spannendes zu ziehen. Oder vielleicht einfach ein bisschen Spannung reinzubringen. Vielleicht hat man da wirklich Glück. Der dritte Bronzespieler ist der zweite in Folge. Also wir haben drei Bronzespieler, ein Goldspieler. Die Bilanz bislang absoluter Bullshit. Hier wird es natürlich, ja, mega nervig. Silberspieler immerhin, ja, von den Wolves. Nichts Besonderes. Wenn das alles nicht schon genug wäre, wäre es natürlich noch schlimmer, wenn man hier irgendeinen doppelten Spieler ziehen würde, der eh schon Schrott im Verein rumliegt. Wir machen weiter. Auch hier wird es kein Walkout. Das lassen wir mal wieder durchlaufen. Und hier wird es sogar ein Goldspieler. Camacho, Bundesliga. Der Spanier. Früher oder später, vielleicht braucht man den ja noch. Es war ja letztes Jahr das Kulturaustausch-Event. Vielleicht kommt es dieses Jahr mal wieder. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Wir kennen EA. Ja, hier wird es ein Bronzespieler. Ja, geil. Freunde, wenn ich hier einen goldenen, seltenen Spieler ziehe, gehe ich hier auf jeden Fall mit etwas Positivem raus. Ja, hier wird es ein Silberspieler und ein Bronzespieler. Geil. Ja, 8 Packs sind schon weg. So schnell zieht sich die ganze Geschichte. Ich habe jetzt immer von vorne geöffnet und die erkältete Büffelnase hat noch gar nichts gemacht. Deswegen jetzt mal hier vielleicht mit Packluck. Natürlich nicht. War eigentlich zu erwarten. Es wird Silber. Krass, immerhin besser als Bronze. Also ein bisschen bringt die Nase dann doch. Letztendlich muss man sagen, ja, man könnte theoretisch diese Packs unendlich spammen, weil man so viel gemischtes Zeug bekommt. Hier wird es ebenfalls ein Bronze-Spieler. Das ist traurig. Franzose Dieng. Ja, geil. So, die Hälfte ist gepackt, Freunde. Ich weiß, dieses Video war wenig spektakulär. Ich möchte euch trotzdem nicht enthalten. Für viele, die sich vielleicht gefragt haben, hey, soll ich es probieren? Oder mal gedacht haben, ach, es wäre geil, wenn ein YouTuber was dazu macht. Ich mache was dazu und werde es bitterböse bereuen. Silberspieler, geil, können wir gerade skippen. Überragend, überragende Ausbeute. Azira, holy shit, aus der LMS. Okay, vielleicht, wenn man irgendwann mal die
abschließt, könnte das natürlich auch was wert sein. Freunde, in der Hinsicht muss man einfach froh sein über jeden Spieler, bei dem eine Ligen-SPC draußen ist. Wird ein Goldspieler, Gacinovic, tatsächlich, immerhin, den nimmt man mit, wird man irgendwann eine SPC mal wieder wegwerfen. Ja, spielen wird man ihn wahrscheinlich eher nicht. 8 Stück sind verbleibend, Freunde. 8 Stück sind verbleibend. Kein Walkout. Ich rechne auch nicht mit einem Walkout. Ich rechne nicht mal mit einem goldenen, seltenen Spieler. Aber an für sich ist es witzig. Man kann theoretisch jeden Spieler hier ziehen. Corona ist es hier. Und das bedeutet, wir haben noch 7 Packs. 7 Packs, Freunde. Irgendwas noch kommt. Meine neue Liverpool-Tasse. Oh, danke an meinen guten Freund. Ich nenne mal keinen Namen. The Normal One. Ja, sie wird die ganze Geschichte jetzt öffnen. Vielleicht mit einem gold-seltenen Spieler. Es wird ein Silberspieler. Immerhin, der ist selten. Ja, geil. Ortiz. Entschuldigung. Und es ist das eingetroffen, was ich gesagt habe, Freunde. Ortiz habe ich natürlich schon im Verein. Dann tauschen wir den mal. Gucken, ist da was auf dem Transfermarkt wert? Weil dann hätten wir theoretisch plus gemacht, 900. Ja, für ein bisschen was geht da, Freunde. Ja, komm mal nach da oben. Und dann haben wir immerhin schon mal Gewinn rausgemacht. Verrückte 900 Münzen, Freunde. 900 Münzen, ob ihr es glaubt oder nicht. Ja, wir machen weiter, diese Trollpacks. Aber ja, wir lehnen uns entspannt zurück. Sehen, es wird ein Bronzespieler. Flo, ist der Flo? Ist der Flo? Ey, Flo! Ja, nice! Geiler Typ. Torhüter. Wahrscheinlich 1,94 groß. Ein bisschen größer als ich. Aber immerhin mein Namensvetter gezogen. Boah, Alter, geil, ey. Unnormal, ey. Weiter geht's. Das nächste Pack geht bereits auf. Wir schauen. Es wird Silber. Freunde, es ist traurig. Ich gebe euch den Tipp. Ich gebe euch jetzt schon den Tipp. Macht diese Packs nicht. Und wenn, dann einfach nur, um so ein bisschen Spaß an der Sache zu haben. Es ist einfach nur Schrott dabei, aber es hätte mir eigentlich auch klar sein müssen. Ich wollte es trotzdem mal riskieren und ziehe den nächsten Silberspieler. Diesmal ist es Jovanovic. Okay, war der früher nicht mal gut? Ich weiß gar nicht, Freunde, war der früher nicht mal gut? Jovanovic? Irgendwie sagt er mir was. Irgendwie sagt er mir was, aber egal. Er ist jünger als ich, also war er früher nicht gut. Naja, egal. Die letzten 3 Packs, Freunde. Der Normal One darf nochmal was ziehen. Mal sehen, ob er diesmal ein bisschen Glück bringt. Wenigstens, ich will noch einen Gold-Seltenen. Einen Gold-Seltenen. Es wird wieder Silber. Wieder Silber. Başakşehir. Sorry an alle türkischen Zuschauer, die hier vielleicht zuschauen. Aber ja, ich kenne ihn nicht. Deswegen kann ich ihn auch nicht aussprechen. Ich hoffe, es war einigermaßen richtig. Die letzten 2, Freunde. Die letzten 2. Und es wird, ja, kein Walkout war zu erwarten. Gold, Gold. Kein Seltener. Palacio. 77 aus der italienischen Liga. Das bedeutet Pack Numero Last, glaube ich. Na egal, das letzte Pack, ja, wird auf uns zukommen. Wie öffnen wir das? Oh, mit dem Büffelkinn? Mit dem Büffelkinn vielleicht? Ja, mit dem Büffelkinn. Öffnen wir die ganze Sache. Walkout ist egal. Bronze. Bruh. Freunde. Freunde, wie gesagt, es war einfach so just for fun. Ich hatte die Idee, hatte eigentlich Bock drauf. Ich habe nichts erwartet. Und zu guter Letzt sieht man hier noch einen Bronzespieler. Ja, seid mir nicht übel, wenn ihr jetzt nicht hier das Krasse gesehen habt. Aber ich habe einen Clickbait-Titel. Ich habe mich selber gezogen. Das ist natürlich geil. Freunde, dieses Pack, absoluter Schwachsinn. Einfach den Schrott mal losgeworden. Ich hoffe, die ganze Geschichte hat euch trotzdem gefallen. Ist so ein Video für zwischendurch. Wie gesagt, wenn ihr meine Meinung zu Alphonso Davies haben wollt, haut's in die Kommentare, dann werde ich euch meine Meinung dazu sagen. Eventuell dann auch machen, je nachdem wie die Resonanz hier auf dieses Video ist. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr neu auf dem Kanal seid und noch kein Teil der Testo-Büffel-Horde seid und sagt, okay, diesen verschnupften Büffel, den möchte ich öfter sehen. Lasst gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke, damit ihr gar nichts mehr verpasst. Schaut auch gerne mal auf meinem Discord-Server vorbei. Es sind immer wieder ein paar dazugekommen. Vielleicht kündige ich das zu wenig an. Wer noch bis dabei war, wir sehen uns dort. Und bis dahin, haut rein und macht's gut.